Ich mach das schon. Na klar. Gut. Das heißt, wir haben die Drachenqueste geschlossen. Die Fragmente der Reliquie wurden wieder zusammengeführt. Die Drachenqueste des Umbrachchors, Drachenstatue des Umbrachchors wieder komplett. Damit ist die Zeit gekommen, in der das Orakel wieder seine Stimme erklingen lässt, um eine neue Drachenqueste zu verkünden. Dorian konnte seine Begeisterung kaum im Zaum halten und will gleich die Zeremonie einleiten. Ich fühle mich geehrt, diesem Spektakel beiwohnen zu dürfen. Der wirre Geist in Moorbrück. Das Drachenorakel spricht mindestens so rätselhaft wie weise, aber zum Glück hat der sinngeweihte Dorian lange die Geheimnisse des Orakels erforscht. Jetzt, wo es wieder seine Stimme erhebt, wird sein Wissen den Helden der Queste helfen, die mystischen Worte zu verstehen. Die erste Botschaft erzählte von einem Drachenkönig mit wirrem Geist. Nach Dorians Meinung kann man einen solchen nur in Moorbrück finden, denn zu diesem Ort brach vor kurzem der Magier Rakorium auf. Und zu wem nicht zu Rakorium sollte diese Beschreibung sonst passen? Am besten, ich mache mich gleich auf den Weg nach Moorbrück. Vielleicht finde ich dort Meister Rakorium. Immerhin ist er vor kurzem dorthin aufgebrochen. Ja, Moorbrück liegt hier unten. Und da will ich erstmal noch nicht hin. Ich habe nämlich noch andere Sachen zu erledigen hier. Entschuldigt bitte, Streiter der Drachenqueste. Ich habe gehört, ihr seid auf dem Weg nach Moorbrück. Ist das richtig? Ja, dem ist so. Ihr wisst ja bestens Bescheid. Was genau ist euer Anliegen? Eine wertvolle Schmuckstatue wurde gestohlen von einer gemeinen Diebin. Und das mir Imbrum Speckstein in meiner eigenen Taverne. Fex hat mich aber nicht vollends im Stich gelassen. Mir ist so angekommen, dass diese Diebin im Gasthaus von Moorbrück beim Boltanspiel gesehen wurde. Ihr Name ist übrigens Talia. So, und was wird das mit mir zu tun? Naja, ihr seid doch auf dem Weg dorthin. Ja, und da dachte ich, wie soll ich sagen, wollt ihr mir denn nicht vielleicht helfen, meine Schatulle wiederzubekommen? Was springt für mich dabei raus? Naja, ich würde euch mit ein paar Hähnen für eure Mühen entlohnen. Gut, ich werde mich um euer Problem kümmern. Ah, vielen Dank. Ihr findet mich in der sanften Sau. Ich muss jetzt los, einen alten Freund noch einen kurzen Besuch abstatten. Auf Dambrenno ihr. Der Boltan-Trick. Der Wirt Speckstein möchte seine kürzlich gestohlene Schmuckschatulle wieder in seinen Besitz wissen. Die mutmaßliche Diebin Talia die Ravendosa soll in der Nähe von Moorbrück gesichtet worden sein. Da ich vom Orakel dorthin geschickt wurde, kann ich mich ja auch auf dieser Sache annehmen. Das kann eine endende Sucherei werden. Dieses Moor ist groß und birgt viele Verstecke. Meine Zuversicht schwindet, denn wenn jemand hier nicht gefunden werden will... Vielleicht hat sie den Wirt des Ortes schon aufgesucht, um auch diesen zu erleichtern. Ich sollte mich im lokalen Wirtshaus erkundigen. Ja. Aber erstmal sollte ich gucken, dass ich Dranor aus seinem Misere befreie. Damit Salina nicht unglücklich wird. Oh, der Bärenführer steht jetzt da drüben. Komm, mein Guter. Komm. Nun, stell dich nicht so an, Zottel. Ach, seid gegrüßt. Ich sehe es, euer Bären kommen. Ihr seht es ja, normalerweise ist Zottel ja ganz friedlich, aber jetzt... Er hat sie von seiner Kette losgerissen und ist ans Wasser gerannt. Nun lässt er niemanden sich ran und beobachtet die Fische. Hört gar nicht auf mich. Wollt ihr es mal versuchen? Gut, wenn ihr wirklich glaubt, dass es hilft, ich versuche es. Oh, mir fällt ein Stein vom Herzen. Vielleicht könnt ihr ihm ja zureden, oder? Kennt ihr gar einen kleinen Zauberspruch? Mir wird schon was einfallen. Aber ihr dürft ihm kein Haar krümmen. Zottel ist eigentlich ganz harmlos. Ich bitte euch, seid schön vorsichtig. Ja. Eigentlich bräuchte ich dafür den Tiere besänftigen Zauber. Dem Nomteur vom Festplatz ist ein Tanzband laufen. Das Tier fällt sich zwar friedlich, solange man es... die Fische im Fluss betrachten lässt. Aber an die Kette will der Bär nicht zurück. Ich sollte versuchen, ihn zu besänftigen, bevor er richtig Hunger bekommt. Ich sollte den Bär besänftigen. Mal sehen, ob mir das gelingt. Ja.
Tierkunde, Rolana. Sei doch nicht so böse zu mir. Ich will dir doch nichts tun. Hm? Hier siehst du meine Hände, die tun dir nichts. Brumm. Brumm. Ei, fein, so ist recht. Du bist ein lieber Zoll. Komm, gehen wir zurück zu deinem Herrn. Ihr habt es geschafft. Ihr habt es geschafft. Wunderbar. Ich danke euch vielmals. Wirklich. Wir sollten in Zukunft besser auf Zottel achten. Nicht, dass es nochmal passiert. Gewiss, gewiss. Ich werde gut aufpassen. Nicht wahr, Zottel? Ja. Der entflohene Tanzbär. Der Dompteur ist überglücklich, den Bär wieder sicher zu wissen. Ich konnte den Bär doch tatsächlich besänftigen, sodass der Dompteur ihn wieder in die Leine umlegen konnte. Es ist keiner mehr in Gefahr, obwohl man sich bei diesem friedlichen Zeitgenossen gar nicht vorstellen kann, dass er irgendjemandem etwas zuleide tun würde. Ich versuche mein Bestes. So, Forgrim hat Stufe 5 erreicht. Das heißt, wieder ein Punkt auf Hiebwaffen. Gut, und jetzt beim Krämer verkaufen. Ja. Oh, die sind wenigstens 2 Silber wert. Okay, die Spinnenfangzähne sind doch gut was wert. Lachmänner kann ich verkaufen, das weiß ich. Krähenfüße können weg, Pferdocker kann weg. So. Jetzt kaufen wir für Gladys 50 Bolzen. So. Kaufen wir auch mal 40 Pfeile für Rolana. Alle mal hergehört. Alles klar. So. Das können wir dann in unserem Haus mal abladen, so wie das andere Zeug, was wir so gefunden haben. Aber vorher gehen wir Dranor retten. Also zum Hafen. Also ja, jetzt sind wir hier wieder leer. Die beiden können wir dann übrigens auch verkaufen, denke ich mal. Fuhrmannsheim? Nein. Oh, hier wäre jetzt Zunderschwamm. Mal gucken, kriegen wir den Zunderschwamm? Jo, wir kriegen den Zunderschwamm. Verdammt, sehr viele Spinnenseidendrüsen. Irgendwas ist mit dem Stacken hier komisch teilweise. Naja. Okay, also jetzt zum Hafen. Und ja, wir müssen uns auch noch mit den Störebrands und den Nicebacks abgeben.
Ihr seid Städter, oder? Ja. Genau, das heißt, wir müssen jetzt erstmal hier durch. Hast du sowas Neues zu verzählen? Isalama. Ja, Friede sei mit dir auch. Na, so wie es aussieht, stehen die beiden immer noch da rum. Ja, und die reden nicht mit mir. Oh, ich kann mal versuchen, ob ich nochmal mit Kapitän Dierpark reden kann jetzt. Das ging ja neu. Beim letzten Mal irgendwie nicht mehr. Weil ich mir schon gerne ansehen würde, was er zu verkaufen hat. Willkommen zum Gruße. Schön, euch wiederzusehen. Kann ich mir noch etwas für euch tun? Ja, zeigt mir, was ihr anzubieten habt. Geschwärzter Schulterpanzer? Was zur Hölle ist das für ein Teil? Ados Voll Heldenfrühstück? Schweres Breitschwert. Ja, er hat ein paar schöne Sachen. Beim Dieg da. Das KGI. Nicht für Rasse Zwerg, ja. Okay, also bei ihm können wir Zeug kaufen. So, Worwisch. Ja? Wie kann ich euch behilflich sein? Merkwürdig. Ihr seht aus wie mein Verwalter Wirwosch. Ihr seht meinem Verwalter Wirwosch zum Verwechseln ähnlich. Wirwosch, das ist mein Bruder. Gestatten Worwisch, mein Name. Nicht nur sind wir beide im selben Gewerbe tätig, sondern umdrehen auch Gründungsmitglieder der Hausmeisterinnung. Doch wie kann ich euch behilflich sein? Ich dachte eigentlich, ich könnte euch behilflich sein. Stimmt es denn nicht, dass die Keller der Brauerei von einer schlimmen Rattenplage heimgesucht werden? Was? Psst, nicht so laut, das soll doch nicht gleich ganz fertig mitbekommen. Woher wisst ihr das und was wollt ihr? Sagen wir einfach, es hat sich herumgeschwiegen. Doch seid unbesorgt, ich bin wie gesagt hier, um zu helfen. Gebt mir einfach Zugang zu eurem Keller und ich werde mich ohne großes Aufheben um diese Plage kümmern. Ich bin wahrlich überrascht. Bisher fand sich niemand, der sich gegen diese lässigen Wolfsratten stellen wollte. So gesehen ist das also eine feine Sache. Allerdings wird der Zugang zur Brauerei streng kontrolliert. Wenn überhaupt, dann kann ich euch nur direkt in die alten Kellergewölbe führen. Wenn ihr dies wirklich wünschen solltet. Ja, lasst uns gleich hinuntergehen. Oh gut, wie ihr wünscht. Hallo Brüderchen. Worwosch. Ach, Tachchen Worwosch. Ihr habt noch einen Bruder? Ah ja, oh. Haha, oh ja, wir haben da noch einige. Unsere Familie ist nicht gerade klein, müsst ihr wissen. Bewahr, Bruderherz, aber was verschafft mir denn die Ehre, wenn ich fragen darf? Oh, wir werden in die alten Keller hinuntergehen, um uns um die Rattenplage kümmern. Wirklich, da komme ich mit, das lasse ich mir auf keinen Fall entgehen. Ich habe die Höhlen schon des Öfteren erkundet und unsere Ratten zur Stecke gebracht. Konnte aber nie zum Ursprung dieser Viecher vordringen. Los, worauf warten wir noch? Ja.
Gut. Da sind wir nun. Da geht ihr nur vor. Ich werde euch in gebührendem Abstand folgen. Okay. Hey, ich werde zuschauen, wie diese pässigen Fieslinge ordentlich was über den Pelz ballen. Wenn ihr schnell hierher zurückkehren wollt, sprecht mich einfach an. Ich habe auch noch ein paar Verbände und Fackeln zu verkaufen dabei. Nur einfach für einen Notfall, versteht sich. Wenn ihr was braucht, sagt einfach Bescheid. Mhm. Ja, okay. Also wir könnten hier bei Warwisch wahrscheinlich den Keller wieder verlassen. Kleides hängt gerade etwas fest. Aber bevor wir den Keller dann erkunden, und vor allem Dranor retten, ist es mal wieder Zeit zu speichern. So. LP008. Und dann gibt es jetzt mal einen Cut. Also, bis gleich.